Hallo und willkommen zurück, meine Langleinenfreunde, zu Fishing Barren Sea. Wir hatten ja beim letzten Mal wieder drei Leinen gekauft und jetzt wollen wir rausfahren zum Schiffen wieder, beziehungsweise zum Fischen gehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, müssen wir mal eben schauen, was wir uns auf die Leine gepackt haben. Makrelen haben wir uns auf die Leine gepackt. Im Übrigen kam wieder ein Patch raus, das jetzt so langsam alles in Deutsch übersetzt. Noch nicht wirklich alles, aber es ist schon besser. So, wo haben wir denn jetzt hier? Wollte ich euch noch was zeigen. Makrele haben wir drauf getan, genau. So, und dann fangen wir den Seelachs zu 55%. Ja, das passt, ne? Wir wollten auf den Seelachs gehen. Wir können ja auch gleich mal unsere Fangquote nochmal, legen wir hier erstmal ab. Guck mal, dass wir hier wegkommen vom Hafen. Dann müssen wir mal schauen, dass wir unser Dings hier ein bisschen aufwerten, ne? Mittlerweile. Ein bisschen mehr Stauraum. Ich glaube, Stauraum haben wir uns gekauft. Ja, wir haben jetzt 4000 mittlerweile schon. So, Seelachs haben wir gesagt, wollen wir haben, ne? So, wo war denn jetzt hier nochmal? Ja. Die Quoten. Kabeljau können wir noch. Der Seelachs, da können wir noch genug. Also wir fangen ja gerade erst an. Wie gesagt, es ist wichtig, Freunde, dass ihr auf die Quoten achtet. Ich kann euch nicht sagen, wie wichtig das ist. So, wir fahren mal hier hin. So, dann werden wir mal so nah umschalten. Dann werden wir hier die Makrelen rausschmeißen. Aber hier scheint nicht wirklich viel zu sein. Obwohl hier viel angezeigt werden soll. Das ist schon ein bisschen kurios. Brauchen wir aber auch hier keine Leine rausschmeißen. Im Übrigen möchte ich noch ein bisschen was über die Effektivität der Leinen sagen. Also ich sehe immer, dass viele Leute meinen, wenn die die längsten Leinen haben, so wie wir jetzt, die 500er, beziehungsweise wir können glaube ich noch eine 1000er kaufen, aber dann wäre das besser. Das ist aber nicht so. Denn es ist in der Tat effektiver, mit kurzen Leinen zu angeln, denn es kann sein, wenn man jetzt eine 500er oder eine 1000er hat, dass der Frachtraum ziemlich schnell voll ist und man dann immer zurückfahren muss und die andere Leine wird dann einfach im Wasser vergessen oder nicht abgearbeitet. Und das ist keine effektive Fischerei, ne? Also ich kann euch den Tipp geben, macht es lieber nur mit kurzen Leinen. Ich schmeiß jetzt mal hier einmal Makrele raus. So eine kleine nehmen wir. Was? Habe ich ihn jetzt rausgeschmissen oder nicht? Komm, fahr mal vorwärts jetzt, Freund. Ah, da ist er. Ein bisschen unglücklich rausgeschmissen. Also wir werden hier nicht viel Fisch dran haben. Obwohl hier viel Seelachs sein soll, sehe ich hier kaum Seelachs. Vereinzelt mal ein paar. Deswegen habe ich auch nur die kleine Leine rausgeschmissen. Dann gucken wir mal, wo die noch sitzen sollen. Hier unten soll noch Seelachs sein, was ich nicht wirklich glaube. Aber wir gucken uns an. In der Hoffnung, dass wir hier den 250er nochmal rausfeuern können. Als vereinzelt sind da ein paar, ne? Dann hauen wir hier die 500er raus. In der Hoffnung, dass da jetzt ein paar Fische kommen werden. Also wir haben gerade von Effektivität gesprochen, aber das, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist überhaupt nicht effektiv. Ihr seht, hier sind kaum Fische. Ich habe auch viel zu früh rausgeschmissen.
Ja, jetzt noch mal ruhig vorfahren. Ich hätte eigentlich gedacht, ich hätte in der Mitte gesetzt. Das war jetzt ein Fehler von mir. Das sind jetzt auch meine Kosten, die ich einbüßen muss. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als würden da... Das werden ein paar Fische dran sein, klar. Aber nicht so die wirkliche Ausbeute, die man haben kann. Das heißt also, mit diesen drei Leinen werden wir es schwer haben, jetzt das Schiff voll zu bekommen. Ne? So, gucken wir nochmal hier auf die Map. Da seht ihr, jetzt sind wir hier in einem großen Gebiet drin, wo angeblich viel Seelachs sein soll. Aber hier ist im Endeffekt nichts, ne? Da sind jetzt noch welche. Einer. Ja, das lohnt sich nicht rauszuschmeißen, glaube ich nicht. Da ist noch mal einer. Wo hätten wir denn sonst noch eine Dings? Hier können wir mal versuchen. Versuchen wir da noch mal. Hin da. So, wir sollten jetzt eigentlich in der Mitte sein. Ja, nicht ganz. Hier ist schon ein bisschen mehr, dann werden wir hier rausschmeißen. Aber auch nur 2, 3. Also ihr seht schon, wir haben schon hier das Gebiet richtig gut geschröpft, ne? So, und jetzt haben wir die oder den Punkt erreicht, wo wir jetzt sagen können, so, was machen wir jetzt, ne? Fahren wir jetzt schnell hin und her. Ich kann versuchen, ein bisschen die Karte aufzudecken. Machen wir es nochmal so. Mit der Schnellreise, dann geht es ein bisschen schneller. Einfach hier ein bisschen aufdecken. Aber ich glaube nicht, dass unser... Sonar da ein bisschen reicht. Nicht unser Sonar, unser Radar. Um die Insel. Aber das Aufdecken ist ehrlich gesagt geht so besser. Ne, Quatsch. So meine ich. So, und dann hier auf Map. So geht es glaube ich besser. Das wird zumindest mal hier den Rand. Oh, da ist ein Wal. Seht ihr das? Da können wir jetzt mal ranfahren an den Wal. Die sind ein bisschen animiert. Der müsste jetzt abtauchen, wenn wir, glaube ich, in der Nähe kommen. Es gibt welche zumindest, die tauchen auf jeden Fall ab. Da seht ihr, jetzt haut er ab. Warum das da hinten jetzt blinkt, da habe ich keine Ahnung von. Welche Reflexion das sein soll. Aber wir wollen jetzt hier einfach auch nur die Karte aufdecken. Denn je mehr wir aufdecken, desto größer ist unser Fanggebiet und umso nachhaltiger können wir halt arbeiten. Ne? Nicht immer auf, ihr seht schon jetzt, die großen Fischschwärme sind nicht da. Ne? So, fahren wir mal hier schön am Rand alles. Wobei ich nicht glaube, dass hier am Rand jetzt welche sitzen. Wir können mal gucken, wie tief es hier ist. Ja, aber doch schon. Na gut, jetzt geht's hoch. 75 Meter. 50. Also hier am Rand wird wirklich nicht viel Fisch sitzen. Nichtsdestotrotz wollen wir ja hier aufdecken. So, und wie gesagt, ich bin mir immer noch nicht schlüssig, ob ich euch jetzt langweilen soll, mit in der nächsten Folge wieder reinholen, Fisch ausnehmen oder so weiter. Oder ob ich mich immer melden soll, wenn ich verkaufe. Das, wie gesagt, sollt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich würde es ja gerne durchlaufen lassen. Und ja, damit jeder sieht, wie unser Fortschritt denn letztendlich wirklich ist. Ne? Bis wir zu unserem ersten Multicrew-Schiff kommen. Wir haben natürlich jetzt hier in der Mitte den Strich stehen lassen. Aber das kriegen wir auch noch hin.
Das werde ich so abfahren, was sagen unsere Leinen, 9 Stunden erst. Ich glaube, das werde ich euch ersparen, dieses Freischalten hier. Ich werde auf jeden Fall hier die ganze Zeit jetzt rumfahren und alles freischalten. Und ja, ich melde mich dann, wenn ich hier diese Ecke freigefahren habe. Von daher bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir unsere Leinen reinholen und vielleicht was Lukratives dran haben. Tschüss, ciao und bye bye.